Hierzulande ist Desirenos Busch als erfolgreiches TV-Gesicht tätig. Noch in den weit entfernten USA startet ihr Sohn Noah Lennon Closer derzeit mit seiner Band Kid Bloom mächtig durch. Mit Tochter Luca Teresa Gerda Closer, 24, zeigte sich Schauspielerin Desirenos Busch, 57, schon mehrfach auf roten Teppichen, zuletzt bei einer Filmpremiere in München im August 2022 oder bei der Berliner Fashion Week 2016 an der Seite von Sängerin Nena, 62, und deren Tochter Larissa Kerner. 32. Die luxemburgische Moderatorin und Schauspielerin hat aber noch einen Sohn, und der ist ziemlich erfolgreich, Noah Lennon Closer, 27. Mit seiner Indie-Alternative Band Kid Bloom erreicht er auf der Streaming-Plattform Spotify bereits Aufrufe in zweistelliger Millionenhöhe. Desirenos Busch, Sohn Noah Lennon, lebt als erfolgreicher Musiker in Kalifornien. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lennon. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, schreibt Desirenos Busch zu einer ausgelassenen Aufnahme von sich und ihrem Sohn auf Instagram. Es ist ein selten privater Moment, den die Serien- und Filmdarstellerin auf der Social-Media-Plattform teilt. Dort finden meist nur Ausschnitte vom Dreh Platz. Noah Busch hatte zuletzt die Ehre, in der TV-Now-Serie CCR's Herzogin Sophie zu verkörpern. Doch auch ihr mittlerweile 27-jähriger Sohn, mit dem sie zuletzt Anfang 2008 auf dem roten Teppich einer Filmpremiere erschien, kann mittlerweile auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Als Musiker. Seit 2015 macht er mit seiner Band Kid Bloom, die sich in Los Angeles gründete, Musik. Noah Lennon, der wie seine Schwester aus Desirees Partnerschaft mit Komponist Harald Closer, 66, stammt, spricht beinahe akzentfreies Englisch, wie in Interviewaufnahmen auf der Videoplattform YouTube zu sehen ist. Kid Bloom lieben Millionen von HörerInnen. Er selbst lebt laut eigener Aussage in Kalifornien, trägt gerne lässig lockere Jeans-Outfits, Sneaker und längere gewellte Haare. Noah Buschs Sohn singt, schreibt und produziert fast alle Songs von Kid Bloom selbst. Ab Ende September bis Anfang November 2022 geht er auf große Highway-Tour durch unter anderem Kalifornien, Oregon und Texas. Das gibt die Band Anfang Mai stolz auf ihrem Instagram-Account bekannt, dem gut 48.000 User*innen folgen.